Depressionen haben in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung. Nur schon, wenn man daran denkt, dass 20% der Menschen unserer Bevölkerung an einer Depression erkranken können. Insbesondere von Bedeutung ist, dass die Folgekosten von Depressionen und psychischen Erkrankungen etwa auf 8,4 Milliarden geschätzt werden im Jahr. Und wenn man noch die Stresserkrankungen dazu zählt, kommen wir bis zu 15, 16 Milliarden Franken Folgekosten. Und das ist auch ein bedeutender Faktor. Eine Depression ist eine Störung der Affektlage, das heißt der Stimmung, im Sinne von Freudlosigkeit, Niedergeschlagenheit und möglicherweise auch Interesselosigkeit. Und wichtig ist, dass man dann erkennt, dass es sich nicht einfach um eine Befindlichkeitsstörung handelt, sondern um eine wirkliche Erkrankung. Das lässt sich daran ablesen, dass bei der klinischen Depression auch einige biologische Symptome vorliegen, zum Beispiel Schlafstörungen, ein sehr, sehr wichtiges Kriterium für eine Depression, vor allem Früherwachen, dann Störungen in Konzentration und Gedächtnis, Störungen in Appetit und Energie und Antrieb. Wenn man das Ausmaß der Depression ansieht, kann man davon ausgehen, dass die Politik endlich diese Volkskrankheit ernst nehmen muss. Das würde heißen, es braucht große Informationskampagnen, psychische Krankheiten müssen entstigmatisiert werden und psychisch kranke Menschen sollten gleich behandelt werden wie körperkranke Menschen. Wir haben Studien, die zeigen, dass je mehr jemand über seine psychische Krankheit weiß, umso eher wird er auch eine Behandlung aufsuchen. Meine persönlichen Erfahrungen mit Depressionen sind und waren immer sehr schmerzhaft. Es ist eine sehr hässliche, heimtückische Krankheit. Sie hat mir, so empfinde ich das, 10 Jahre von meinem Leben genommen. Ich habe in dieser Zeit nichts machen können, ich war nur krank und es macht mich nach wie vor häufig traurig, dass ich diese Krankheit leider habe. Deswegen ist es wichtig, die Depression früh zu erkennen. Für den Betroffenen, um das Leiden zu reduzieren, für den Betroffenen aber auch, um zu klären, dass er nicht sich verändert hat im Sinne einer charakterlichen Veränderung, was sie häufig denken, sondern dass es tatsächlich die Symptomatik einer Erkrankung ist. Natürlich auch für die Behandlung, dass man relativ früh intervenieren kann, gerade bei der Suizidalität. Da ist es manchmal nötig, eine Hospitalisation zu erwirken. Dann die Veränderung des Schlafs, den Schlaf zu fördern und die Depression unter Umständen auch medikamentös zu behandeln, damit alle die begleitenden Störungen aufhören können bzw. sich verbessern können. Die gesundheitspolitische Wichtigkeit von Depressionen zeigt sich auch bei der Invalidenversicherung. Wir gehen davon aus, dass 40% der Invalidenversicherungsrenten aufgrund psychischer Erkrankungen ausgesprochen werden.